abgelehnt. Die tun gerade so, als ob ich Kapitän auf der Queen Mary werden möchte, ja? Ich meine, es geht nur um Ausbildungsplatz als Schiffsführerin. Du brauchst Wasser unter dem Kiel. Geht mir doch genauso. Und jetzt bist du auf dem Wasser, toll, oder? Ja, toll, zum Kaffee ausschenken. Ich habe schon Motorboote gesteuert, da konnte ich noch nicht mal laufen. Und das habe ich denen von dieser Personalabteilung auch gesagt. Kein Wunder, dass sie dich nicht genommen haben. Die suchen Leute, die was lernen wollen. Keine, die schon alles können. Die anderen Bewerber waren genauso selbstbewusst wie ich. Naja, das waren bestimmt auch alles Männer. Attraktive Mit-30erin sucht Pilot für Flugzeuge im Bau. Du bist weltoffen, humorvoll und gefühlvoll und bringst mich immer wieder sanft auf die Erde zurück. Nichts für dich. So. Der Mann soll weltoffen sein. Ja, und Humor haben, ne? Ja. Suche attraktive, schlanke Traumfrau, gerne blond, mit Sehnsucht nach echter Liebe und tabulosem Sex. Blöd, Mann. Sag mal, wieso liest du überhaupt Kontaktanzeigen? Ich dachte, das mit Juliane und dir ist was Ernstes. Kommt darauf an. Worauf? Was man unter Ernst versteht. Ach komm, du nimmst uns doch nur hops. Du bist doch verliebt bis über beide Ohren. Sag mal, du meinst die Tür klemmen? Super. Danke. Jetzt kann ich mich umziehen. Das kriegst du wieder. Drei Stück Zucker, wie immer? Ja. Sagen so, die anderen so. Was kann ich denn für Sie tun? Ich suche meinen Freund. Ja, wie heißt denn Ihr Freund? Jens Blank, der Pilot. Wann ist denn Jens Ihr Freund? Wir sind jetzt so seit 2 Wochen zusammen. Hat er von mir erzählt, ich bin Paula? Naja, also was Frauen betrifft, da ist er ja eher ein bisschen diskret, würde ich sagen. Wo haben Sie sich denn kennengelernt? Kontaktanzeige. Kontaktanzeige? Alarm, ich muss los. Aber Sie können ja am Rettungszentrum auf uns warten, ja? Tschüss. Tschüss. Zur Fähre am Fischmarkt, Linie 12. Person nicht ansprechbar.
Ja, dann geh mal auf 180 Grad, Jens. Hamburg Tower, Medivac 7118. We are on advance peak inbound Hamburg Fischmarkt. Roger, Medivac 7118. You clear to proceed inbound Hamburg Fischmarkt. Ist was? Ich sage nur Kontaktanzeige. Ah. Und? Die Fährlinie 12 am Fischmarkt. An welchem Ufer liegt die gerade? An keinem. Florian Hamburg ruft den SR 71. SR 71 hört. Ich habe eine Information zu Ihrem Einsatz. Sie werden von einem Boot der Wasserschutzpolizei am Fischmarkt abgeholt und auf die Fähre gebracht. Das ist verstanden, Florian Hamburg. Haben Sie schon weitere Angaben zum Patienten? Ja, SR 71. Es handelt sich um den Kapitän der Fähre. Der Kapitän. Und wer fährt das Schiff? Ich helfe Ihnen. Danke. Hallo. Was ist passiert? Er hat plötzlich da gelegen. Danke. Sie sind genau auf Kurs. Darf ich das Ruder übernehmen? Klar. Das ist Ihr Schiff. Sieht nach einem Apoplex aus. Das könnte ein Schlaganfall sein. Willst du intubieren? Ja, aber erstmal schaffen wir ihn hier raus. Und dann 8-5er Tubus, Atropin, Hypno und Norg in Bereitschaft. Alles klar. Packen Sie mit an? Ja. Entschuldigung. Dürfen wir bitte erstmal an Bord gehen? Sie können gleich alle aussteigen. Dankeschön. Danke. Wir wollen aber raus. Die Sättigung wird besser. Blutzucker ist bei 105. Gut. Dreh mal die Frequenz auf 12 runter. Alles klar. Er kommt doch wieder auf die Beine, oder? Genau, das können wir erst nach der Untersuchung im Krankenhaus sagen. Aber er hat Glück gehabt, dass er so schnell gefunden wurde. Moin. Morgen. Sabine, der Beatmungsdruck ist zu hoch. Er wehrt sich. Dann gib noch mal 5 Norg. Ich brauche hier mehr Platz. Kommen Sie, wir gehen besser mal runter. Wer ist die Fähre eigentlich gefahren? Na, ich. Da haben Sie aber ein Riesenglück gehabt, dass noch ein Steuermann an Bord gewesen ist, ne? Ich meine natürlich Steuerfrau. Schön wär's. Wieso? Naja, die wollen mich ja nicht. Ich habe mich für eine Ausbildung zur Schiffsführerin beworben, aber ohne Erfolg. Was kann sich der Laden leisten? Das überrascht mich jetzt auch. Immer noch 200. Gib nochmal 01 Fenta. Die Sättigung ist jetzt bei 98. Nehmt ihr den Patienten mit, Frau Doktor, oder fahren wir? Wir fliegen ins AK Altona. Holt ihr bitte unsere Trage und sagt der Besatzung Bescheid, wohin es geht. Klar. Ich habe leider mit dem Bewerbungsverfahren nichts zu tun. Naja, aber Sie können doch sicherlich den zuständigen Herrschaften erklären, dass diese junge Dame hier gerade eine Katastrophe verhindert hat. Was glauben Sie, was passiert wäre, wenn die Fähre mit dem Tanker kollidiert wäre? Naja, ich kann ja mal sehen, ob da noch was geht. Ehrlich? Also versprechen kann ich nichts, aber ich finde ja auch, dass eine Frau mit so viel Talent, Mut und Umsicht eine zweite Chance bekommen sollte. Danke. Hier fliegt der AK Altona. Okay, wir müssen. Tschüss. Ciao. Alles Gute, toi, toi, toi. Tschüss. Tschüss, tschüss.
Vorsicht! Halt durch, Karl. Ich sag seiner Frau Bescheid. AK Altona. Tschüss. Florian Hamburg hört. Das ist der SR-71 mit einer Anmeldung für das AK Altona. Ein Patient männlich, Verdacht auf Apoplex, intubiert und beatmet. Das ist verstanden, SR-71. Ich gebe das so weiter. Er ist hemiparetisch, sieht nach dem Apoplex aus. Die Sauerstoffsättigung war so schlecht, dass ich ihn intubiert habe. Druck war zwischenzeitlich 220, nach 40 Eprantier bei 190. Jetzt rüberheben, 1, 2, 3. Was habt ihr ihm sonst noch gegeben? 30 Hypno und 5 Norg, keine Opiate. Rufen Sie oben an, dass wir einen Neurologen brauchen. Ja. Ihr kriegt ihn noch wieder hin. Denke ja, ihr wart ja schnell genug da. So, mein Lieber. Jetzt aber mal Butter bei die Fische. Was ist denn das mit dieser Kontaktanzeige? Hm? Kontaktanzeige? Ja. Willst du drüber reden? Ach, das war doch nur ein Witz. Ah ja. Das machst du doch auch manchmal, oder? Was, ich? Ich hab Familie. Was hat das damit zu tun? Entschuldige mal, du hast vielleicht Nerven. Was sagt denn Juliane dazu? Die muss es doch nicht wissen. Okay. Das musst du wohl mit dir selber ausmachen. Vom Feind bisher keine Spur. Seien Sie vorsichtig, Adler 2. Meine Speer haben mir berichtet, dass die Wesen sich für kurze Zeit unsichtbar machen können. Ich habe verstanden, Adler 1. Wie sieht die Lage bei Ihnen aus? Alles ruhig, Adler 2. Sie können. Der Schleuse. Beginne jetzt mit dem Aufstieg. Worauf warten Sie, Adler 2? Ich komme ja schon. Sieht nicht so aus. Du stehst da und machst dir in die Hose. Mach ich nicht. Dann komm endlich hoch. Adler 2, begeben Sie sich sofort nach oben. Das ist ein Befehl. Bin unterwegs, Adler 1. Over and out. Hoffentlich hat der Feind uns nicht gehört. Eine SMS von Bela, ich soll sie anrufen. Wahrscheinlich hat sie ihren Schlüssel vergessen. Das Kind würde seinen Kopf vergessen, wenn er nicht angewachsen wäre. Und wie läuft sonst so mit deiner pubertierenden Tochter? Er hat sie schon ganz gut eingelebt. Besonders im Bad. Kannst du dir vorstellen, wie viel Kosmetika so ein Kind hat?
Aber sie ist schon noch sehr verschlossen. Sie redet kaum über sich oder den Verlust ihrer Eltern. Mailbox. Hi, ich bin's. Ja, jetzt erwische ich dich nicht. Ich versuch's gleich nochmal. Tschüss. Was treibt dich denn hierher? Ich muss mit euch reden. Im Rettungszentrum wartet eine Frau. Ja, und? Sie behauptet, sie sei Blancs Freundin. Und es ist nicht Juliane. Hallo, Juliane. Hallo, Wille. Na, Schule schon vorbei? Ja. Ich wollte sie bitte den Schlüssel bringen. Sie hat ihn zu Hause vergessen. Und zu mir sagt sie immer, ich würde meinen Kopf noch vergessen, wenn er nicht angewachsen wäre. Das ist nicht nur bei Sabine so. Wen? Hat die jetzt bei mir vergessen. Oh. Na, Dila, was gibt's denn hier? Mädchentreffen. Genau. Na, dann gehen wir mal rein. Das geht nicht. Wieso? Wir wollen doch nur im Aufenthaltsraum warten. Da wird geputzt. Ach, das stört uns doch nicht, Herr Hohmann. Wirklich nicht? Hallo. Oh, ja. Das ist, Ich bin Paula, die Freundin von Jens Blank, dem Piloten. Ja, ne? Dann geh ich mal. Ach so, Herr Hohmann, können Sie das Sabine geben? Jens Blank. Ihr Freund. Mhm. Das glaube ich ja wohl eher nicht. Wie und wieso nicht? Ich bin die Freundin von Jens. Und seit wann das? Seit bald 2 Monaten. Ach, dann sind Sie seine Ex. Nee, Jens ist seit 14 Tagen mit mir zusammen. Vielleicht ist das mit Paula ja eine ältere Sache. Nein, sie hat gesagt, sie haben sich erst vor 2 Wochen kennengelernt. Aber Jens ist nicht so, der spielt nicht mit Frauen. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber er sagt, das ist ja völlig okay und Juliane braucht ja nichts davon zu erfahren. Ja. Habt ihr Geheimnisse? Ja, wir nicht, aber du vielleicht. Jens, hast du noch was mit der anderen Frau am Laufen, außer Juliane? Soll das ein Witz sein? Für Paula ist es keiner. Wer ist Paula? Eine Frau, die du über eine Kontaktanzeige kennengelernt hast. Hm? Okay, ihr habt gewonnen. Ich hab's ja nicht besser verdient. Ich verspreche hoch und heilig, nie wieder schändliche Kontaktanzeigen vorzulesen, okay? Das ist kein Scherz, Jens. Paula wartet im Rettungszentrum auf dich. Das ist nicht wahr, oder? Sehen Sie die Bewegung der Bäume, Adler 2? Sie bewegen sich entgegen der Windrichtung. Der Feind kommt näher. Wir müssen die Kommandozentrale schnell finden, sonst ist alles verloren. Warum muss ich in diese miesen, verlogenen Mistkerle geraten? Jetzt ist kein Mistkerl. Doch, ist er doch. Ich meine, er hat zu mir gesagt, er liebt mich mehr als alles andere auf der Welt. Aber das hat er zu Ihnen ja bestimmt auch gesagt. Hat er nicht? Spielt das eine Rolle? Aber dann hat er es ja vielleicht wirklich so gemeint. Und jetzt weiß er einfach nicht, was er machen soll, weil Sie denken ja immer noch, dass er in Sie verliebt ist. Und das glauben Sie doch wohl selber nicht. Wieso? Ich meine, er hat einfach mal ein bisschen Abstand gebraucht, um sich klar zu werden. Und hat sich natürlich deshalb die Tage bei uns beiden nicht gemeldet, weil Sie denken ja immer noch, dass er in Sie verliebt ist. Hallo, aufwachen. Jens hat sich bei mir gemeldet. Wir haben die letzte Nacht zusammen verbracht. Was? Ich glaube, ich habe die Kommandozentrale gefunden. Sind Sie sicher? Larissa, hilf mir! Neben Juliane, oder? Nein. Nie. Es wird sich sicher alles aufklären. Wir sind gleich da. Au. 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 Au.
gerade mal Anfang 20. Und nachdem er einmal mit ihr im Bett war, hat er sich nicht mehr gemeldet? Verführt und abserviert. Mensch, das hätte ich von Blank nie gedacht. Tja, es gibt bestimmt noch Ärger. Ich bin nur froh, dass ich nichts damit zu tun habe. Martin, stimmt was nicht? Das war ich nicht. Halt mal an. Hallo? Hört mich jemand? Ja, was ist denn passiert? Brauchst du Hilfe? Felix ist bewusstlos und er blutet. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wo seid ihr denn? Hamburg Tower, this is Medivac 7118. We are on short final, one speak military. Medivac 7118, that's copied. Florian Hamburg ruft den SR 71. Der SR 71 hört. Ich habe einen neuen Einsatz für Sie. Es geht nach Barmbek. Dort ist ein altes Fabrikgelände. Zwei Kinder sollen beim Spielen abgestürzt sein. Sie werden vor Ort eingewiesen. Das ist verstanden, Florian Hamburg. Hamburg Tower, Medivac 7118. We are airborne at Wandsbek inbound Barmbek. Medivac 7118, proceed as requested. Aber was macht er denn jetzt? Er fliegt zu einem neuen Einsatz, würde ich sagen. Dann gehen wir auf 240 Grad, Jens. Wird wohl nichts mit schneller Aufklärung. Mein Gott, ist das riesig hier. Die Feuerwehr ist auch schon da. Und wer hat Alarm gegeben? Das Mädchen hat über Funk um Hilfe gerufen. Plötzlich war sie auf meinem Kanal. Dann helfen wir doch am besten aus der Luft mit suchen, oder? Na dann mal los, auf geht's. Willst du mit? Klar. Haben Sie noch Verbindung? Ja, aber sie kann mir nicht sagen, wo sie sind. Kann ich's mal versuchen? Gern. Wie heißt das Mädchen? Larissa. Hallo Larissa, hörst du mich? Ja, wer ist denn da? Hi, ich bin Sabine, ich bin die Notärzte vom SAR, vom Rettungshubschrauber, verstehst du? Kannst du mir genau sagen, was passiert ist, Larissa? Wir sind durchgebrochen. Ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Felix, ihm geht's total schlecht. Was ist mit ihm? Felix! Kannst du mir genau sagen, was ist? Larissa? Wie atmet ihr? Ganz wenig. Und es hört sich ganz komisch an. Was meinst du mit komisch? Naja, so. So, als ob er schnarcht. Ja, genau so. Okay. Hör mir jetzt genau zu, Larissa. Kannst du seinen Kopf leicht in den Nacken legen? Ah. So, dass er in den Himmel schaut. Ich kann nicht. Ganz ruhig, Larissa. Du schaffst das. Du kriegst das hin. Leg jetzt seinen Kopf in den Nacken. Sehr gut. Jetzt musst du seinen Unterkiefer nach vorne drücken, am besten mit beiden Händen. Larissa? Er schnarcht nicht mehr so. Gut gemacht. Jetzt sind seine Atemwege frei. Hör zu. Überfliegen jetzt mit dem Hubschrauber das Gelände und du kannst uns helfen, euch zu finden. Indem du uns sagst, ob wir näher kommen oder weiter weg sind. Okay. Gut. Welche Frequenz haben Sie? 142,45. Danke.
nicht jetzt hier rumlaufen dürfen. Ja, wird immer lauter. Jens, auf 11 Uhr. Da könnte es sein. Okay. Larissa? Ja, ja. Hier sind wir. Florian Hamburg, teilen Sie dem Zugführer mit, dass der SAR direkt über der Absturzstelle steht. Hallo, Larissa. Mann, ist das hoch. Ich schau mir erst mal deinen Bruder an, okay? Felix? Felix, hörst du mich? Und noch einen Zugang. Er ist Barrikad. Das sieht nach einem Schädel-Hirntrauma aus. Eine Pupillendifferenz hat er nicht. Willst du intubieren? Ja. 6er Tubus und Narkose vorbereiten. Larissa, ich taste jetzt deinen Körper ab und du sagst mir, wann es weh tut, ja? Ah! Vermutlich Unterschenkelfraktur. Mach dir eine Beinschiene fertig und den Zugang legen. Du kriegst gleich was gegen die Schmerzen. Ich bin soweit. Vier Liter 20er Frequenz. Dormicum und Kittern ist es. Deine Schmerzen werden gleich besser. Hi. Du bist Larissa, nicht? Das hast du echt toll gemacht. Druck ist gut. Okay, nochmal Fenta. Kommt. Fliegen wir ihn? Ja, ins BWK. Und ihr bringt Larissa bitte mit dem RTW dorthin. Gott sei Dank, Sie haben sie. Ohne Ihre Hilfe hätten die Kinder dort ewig liegen können. Vielen Dank. Dafür nicht, ehrlich. Alles Gute, Kleine. Darf ich nicht doch mitfliegen? Du fährst im Rettungswagen mit Larissa. Wir sehen uns im Krankenhaus. Und sagen Sie bitte den Eltern Bescheid. Florian Hamburg hört. Das ist der SR-71 mit einer Anmeldung für das BWK. Ein Kind circa 8 Jahre alt. Zustand nach Sturz aus mehreren Metern Höhe. Schädel-Hirntrauma. Intubiert und beatmet. Das ist verstanden, SR-71. Sie werden angemeldet. Sturz aus etwa 4 Metern Höhe. Er war primär bewusstlos, Verdacht auf Schädel-Hirntrauma. Prellmarke frontal, Thorax und Becken sind stabil, die Intubation war problemlos und der Bauch ist weich. Blutdruck ist stabil, aber er wurde zunehmend bradykard. Gut, erstmal umbetten. 1, 2, 3. Unser Beatmungsgerät, bitte. EKG,
Was hat er alles bekommen? Zur Narkose habe ich ihm 20 Hypno, 01 Fenta, 5 Nog und 1 Milligramm Atropin fraktioniert gegeben. Das ist die erste Ringe. Hm. Nochmal Atropin und bitte Röntgen und CT vorbereiten. Und? Wie geht's dem Jungen? Das wird wieder. Na Gott sei Dank. Wie geht's euch denn so? Uns geht's gut, aber bei allem Respekt, Herr Hauptmann. Die Nummer, die Sie da mit Ihrer Freundin und dieser anderen Frau abziehen, das ist nicht gerade die feine Art. Wie bitte? Also wenn man schon fremd geht, dann sollte man hinterher zumindest die Größe haben, die Sache mit Anstand zu regeln. Ich kenne diese Frau gar nicht. Ach. Und woher weißt du das überhaupt? Oh Mann. Ey, diesem Kerl reiß ich den Kopf ab. Jetzt machen Sie ihn bloß nicht für Ihre Probleme verantwortlich. Was mache ich denn, wenn er den Scheiß Juliane erzählt hat, hä? Jens, ich glaube, darüber brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Na toll. Hey, Juliane. Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ich sitze seit 2 Stunden drüben im Rettungszentrum. Mit deiner neuen Freundin Paula. Was? Du bist erwachsen, ich bin erwachsen, wir sind nicht verheiratet, du kannst tun und lassen, was du willst. Aber es tut schon verdammt weh, wenn man sich so ohne Menschen täuscht. Juliane, bitte, du musst mir glauben, ich kenne keine Paula. Ich habe keine Ahnung, was hier überhaupt los ist. Mama! Larissa! Wie geht es dir? Wo ist Felix? Guten Tag. Dr. Petersen, ich bin die Notärztin. Felix ist in der Notaufnahme. Was ist mit meinem Jungen passiert? Er hat sich bei einem Sturz am Kopf verletzt und wird jetzt untersucht. Oh Gott. Keine Sorge, er ist soweit stabil. Und ich denke, dass er wieder ganz in Ordnung kommt. Mein Kollege kommt gleich zu Ihnen, sobald die Untersuchungen abgeschlossen sind. Danke. Was habt ihr denn nur wieder gemacht? Wart ihr wieder in der alten Fabrik? Mama, tut mir ja so leid. Aber alle gehen doch immer dahin. Und es ist noch nie was passiert. Und ich? Hey, mach dir keine Vorwürfe. Du hast deinem Bruder das Leben gerettet. Wenn du nicht Erste Hilfe geleistet hättest, wer weiß, was dann passiert wäre. Das hast du getan? Ja. Larissa hat ganz toll reagiert. Erst hat sie die Rettung gerufen und dann hat sie den Hubschrauber an Ort und Stelle dirigiert. Besser als jeder Fluglotse. Großes Mädchen. So, jetzt wird's aber Zeit, dass wir uns um dein Bein kümmern. Sie kennt deine Dienststelle, sie kennt deinen Namen, sie weiß deinen Rang und dass du Pilot bei den Rettungsfliegern bist. Aber du behauptest, du hast sie noch nie in deinem Leben gesehen. Oh, oh. Meine Rede. Ich weiß nicht, was das alles soll. Ich auch nicht. Juliane, bitte. Bitte vertrau mir. Wir setzen jetzt den Heli um und dann wird sich alles aufklären. Okay? Jetzt mache ich dem Spuk ein Ende. Können wir? Bitte. Los, Cora. Hauptmann Blank. Ach, ehrlich. Ach, herrje. Da hat man mir die ganze Zeit einen falschen Piloten untergejubelt. Aber das ist er nicht. Doch, er ist es.
Sie sind also diese sagenumwobene Paula, die hier rumläuft und Horrorgeschichten über mich erzählt, ja? Aber nicht über Sie, über den anderen Blank. Diesen blonden, gut aussehenden. Hey. Wir haben nur diesen Blank. Es kann nur einen geben. Ja, und der sieht auch gut aus. Wie kommen Sie eigentlich darauf, dass dieser andere Blonde Hauptmann Blank ist? Weil er es mir gesagt hat. Gesagt? Ja, und er hat mir das Foto gezeigt. Er mit seinem Hubschrauber und sein Name hat auf seinem Overall gestanden, genau so. Oh Mann. Hauptmann? Haben Sie irgendjemandem eine Kombi von mir gegeben? Naja, also... könnte sein. Da war dieser Mann. Vor ein paar Wochen. Also eigentlich ist es schon 2 Monate her. Also da war dieser Vater. Was für ein Vater? Jetzt drück dich doch mal klar aus, Mann. Er hat gesagt, wir haben seinen Jungen geflogen. Wir? Ja, okay, ihr. Und dass es ihm schon viel besser geht. Und dass er noch im Krankenhaus liegt. Und die ganze Zeit vom Hubschrauber redet. Und ob ich nicht ein Foto machen kann mit seinem Papa vom Hubschrauber. Ja, und das habe ich dann. Ja, weiter, wir hören. Naja, dann hat er gesagt, sein Junge hätte bestimmt noch mehr Freude daran, wenn sein Papa so eine Fliegerkombi anhätte. Da habe ich ihm eine gegeben, vom Herrn Hauptmann. Das war seine Größe. Komm mit. Ja, da sind Sie wohl auf den Hochstapler reingefallen. Warum muss ausgerechnet mir immer sowas passieren? Nein, das hat doch nichts mit Ihnen zu tun. Jeder von uns ist mal auf einen Lügner reingefallen. Oder? Aber was ist so falsch an mir? Nichts ist falsch an Ihnen. Das dürfen Sie sich nicht einreden. Aber vielleicht sollen Sie das nächste Mal die Männer ein bisschen besser anschauen. Ich will überhaupt nichts mehr von den Männern wissen. Die können mir alle gestohlen bleiben. Die Arme. Das ist schon hart. Tja, das ist eben ein Dschungel da draußen, ne? Ach, ja, Frau Doktor, den hat mir Bille für Sie gegeben. Mein Schlüssel. Sie sagte, Sie würden noch mal Ihren Kopf vergessen. Ah, hat sie das. Ein Dschungel. Ja. Endlich allein. Und was ist mit ihr? Anneliese. Die darf alles wissen. Außerdem ist die Dicke sehr diskret. Es tut mir leid, Jens. Naja, wir kennen uns halt noch nicht so lange. Und außerdem wäre es ja auch durchaus möglich gewesen, oder? Wäre es? Nein. Hast du denn Lust, mich noch ein bisschen besser kennenzulernen? Nur wir zwei. Wohin? Paris. An den? Am nächsten freien Wochenende. Was haben wir? Verkehrsunfall auf der A7. Person klemmt.